Hallo, ihr Helden da draußen. Mein Name ist Sandra und ich liebe unsere Werkstatt. Aber manchmal wünschte ich mir, ich müsste nicht nach Hause, um da schlafen zu gehen. So, jetzt bin ich auch da, Sandra hat nur von dem Bett geträumt, nicht von mir, aber sei es drum. Ich muss sagen, wir haben es jetzt ja fertig gebaut, wir zeigen dir gleich, wie das Ganze funktioniert. Ich habe vorher gedacht, mega kompliziert, ist es eigentlich gar nicht, aber es ist etwas, wo man viel bauen und basteln kann und richtig Spaß hat, so ein paar Wochenenden so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen weitermachen kann und am Ende steht hier etwas, wo jeder, der hier reingekommen ist, gesagt hat, wow, und ich möchte mal Probe liegen. Ganz genau, denn seit Jahren möchte ich eigentlich genau so etwas schon für unsere Terrasse haben. Und jetzt hatte ich endlich die Gelegenheit, denn wir haben in diesem Video in Zusammenarbeit mit Emma was ganz Tolles gebaut. Emma die Matratze. Und da bekommt ihr nämlich aktuell auch super Rabatte, gerade jetzt zur Frühjahrssaison, wenn ihr das hier bauen wollt. Und zwar bis zu 40% plus nochmal 5% mit unserem persönlichen Code obendrauf. Das nenne ich Angebot. Jetzt wisst ihr, wie es geht und ab geht's mit dem Video. Chakalaka. Als allererstes brauchen wir Balken und zwar ganz schön massive. Dürften reichen. Ich weiß nicht. Bist du sicher? Ja. Hey, komm, ist immer eine Schaukel. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Das muss für uns beide reichen. Okay. Ist aber nicht so leicht. Sebastian hat jetzt schon mal alle Teile gesägt, die wir brauchen, die Schrägen, die Querriegel und hier oben auch schon mal den Querbalken nachher. Und als nächstes machen wir jetzt was? Das heißt, wir haben alle Teile für den Rahmen. Ständer. Naja, so jetzt, was wir jetzt nächstes machen müssen, ist erstmal hier, wir haben ja 15 Grad hier, die wir anschneiden, beziehungsweise müssen die, wie sagt man immer, anschneiden. Wir werden das jetzt, also ergo, die Balken hier unten auf 15 Grad bringen und dann fangen wir auch mit der Überblattung an. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten, das zu machen. Nummer eins, du misst dir hier einen zurecht und machst das so, wir haben es hier alles wunderschön aufgezeichnet. Oder, der Plan ist gut, aber du kannst es auch viel einfacher machen. Es kommt ja gleich hier so ein entsprechender Balken hier hin. Der kommt hier entsprechend einfach dahin und wir nehmen uns das hier einfach ab. Es kann manchmal ganz einfach sein. Das hier ist nicht einfach irgendein Eiskratzer. Das ist eine Kappschiene. Ich habe die hier mir auch schon auf 15 Grad eingestellt, weil wir brauchen ja auf 15 Grad. Denn ich mache jetzt Folgendes, ich kann das jetzt nehmen, hier ansetzen. Hier unten haben wir die Schiene zum einfach anlegen. Das könnte ich irgendwo, ich das hier machen, irgendwo wäre blöd. Und ich muss natürlich hier an der richtigen Stelle ansetzen. Und jetzt kann ich hier meine Überblattung ausarbeiten. Und das ist mega simpel so. Vor kurzem haben wir ja diese wunderbare Werkbank gebaut. Und hier haben wir ein Lochraster und haben einen riesen Vorteil. Wir können das hier einfach einstecken, runterdrücken hier und der Balken ist fest. Ihr braucht ihn ja festgezwungen hier. Zweite Stelle. So, und das Ganze hält
Wenn du das Video dazu noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir mal hier oben. Das Ganze hier ist natürlich nicht einfach nur irgendwie ein Anschlag, sondern das ist ja eine Führungsschiene für diese Handkreissäge. Ein Hinweis, diese Handkreissäge gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Führungsschiene hier und einmal für ohne Führungsschienen. Wozu man die überhaupt herstellt, weiß ich gar nicht. Also immer darauf achten, wenn ihr so eine Handkreissäge kauft, dass sie wirklich mit Führungsschiene funktioniert. Zweites Thema, ich muss sagen, ich mag die echt gern. Das hier 68 GC ist eine wunderschöne Handkreissäge. Man hat nämlich eine Funktion, die manche lieben und manche hassen. Und dazu ein kleiner Tipp. Und zwar, wir haben hier einen Knopf, da drücke ich drauf und schon kann ich die Höhe einstellen. Ich kann einfach sagen, okay, ich kann hier irgendeine Höhe einstellen, lass den Knopf los und das ist fest eingestellt. Ihr müsst nicht mehr hier an so einen Hebel und machen und zuppeln und da. Magst du das? Nee, will doch keiner. Jetzt ist aber ein Problem. Ihr seid das teilweise gewohnt, natürlich mit einer Tauchsäge zu arbeiten und da habt ihr hier oben diesen Knopf, um es dann wieder irgendwie zu verstellen oder um es runterstellen zu können. Also um überhaupt arbeiten zu können, zum Arbeiten musst du den hier drücken und kannst arbeiten. Kleiner Tipp. Es sieht vielleicht dämlich aus, aber ist es nicht. Ich mache immer Folgendes, wenn ich hier sehr viel auf derselben Höhe schneiden muss, nehme ich hier ein Stück Tape, mache mir das hier schnell mal drüber, damit ich eine Erinnerung habe, ja, hier nicht drauf drücke, damit ich es mir nicht mehr verstelle, weil jetzt muss ich sehr viel ausarbeiten mit immer derselben Höhe. Ja, ich bin dämlich. Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Danke. Eigentlich wollten wir eine Absaugung ranmachen. Natürlich. Mein Job ist getan. Ich habe die Seite ausgearbeitet. Okay, ich habe jetzt noch mal 7 weitere Seiten auszuarbeiten. Aber da hinten steht Sandra. Die muss das jetzt hier schick machen. Meditationsarbeit, oder? Macht voll Spaß. Ausarbeitung 1 ist fertig, 2, 3 und 4 auch. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben ja 2 Seiten, rechts und links. Wir haben uns die jeweiligen 3 Balken, die wir dafür brauchen, zusammengelegt, haben uns die aneinandergelegt und markiert, damit man jetzt immer mit den gleichen Seiten rechnet und misst und sich aneinander anarbeitet. Nicht, dass man immer wie so ein Puzzle hin und her legt. Und schaut mal hier, komm mal ein bisschen dichter. Zum einen haben wir uns die Außenseiten, also unten, markiert, an der Außenseite des Balkens, wo man es nachher sieht. Und Teil 1, 2, und 3 und bei dem anderen haben wir es in A, B und C genannt. Als nächstes kommt jetzt die Ausklinkung an den Füßen und dafür mache ich jetzt erstmal die Markierung. Jetzt geht es mit der Kappsäge nicht mehr weiter, denn wir brauchen hier in Summe einen 16 cm langen Schnitt oder zumindest länger als 10, 12 cm. Aber es ist eigentlich relativ easy. Wir haben jetzt die Bandsäge und das Schöne an der Bandsäge ist, sie arbeitet schön langsam vor sich hin. Man kann genau sehen, was passiert. Und eigentlich ist es auch relativ einfach. Ich habe es mir einfach auf meine Länge eingestellt, auf meine Tiefe eingestellt. Hier schön mit dem Anschlag. Ja, und dann nur noch langsam Vorschub. Das ist übrigens ganz wichtig. Nicht einfach durchballern. Ja? Eine Bandsäge, wenn du schön langsam den Vorschub machst, dann verzieht sie nicht. Wenn du zu viel Druck ausübst, dann fängt das Blatt an, so ein bisschen sich schräg zu stellen, irgendwo hin. Das willst du nicht. Aber wenn du es langsam machst, kein Problem. Auf geht's.
Jetzt haben wir das Ganze ja wunderschön in der Bandsäge gesägt und zwar hier, aber wir haben ein Problem, nämlich wir haben ja einen 15 Grad Winkel. Das heißt, hier oben konnte ich wunderbar das Ganze durchsägen, aber hier unten geht es ja hier durch die Schräge weiter. Ich muss also eher noch ein bisschen was aussägen und Sandra hat mir meine Säge weggenommen. Gib mir meine Säge wieder her. Oh, meine Säge. Das war meine Säge. Wir wollten die hier benutzen. Ja. Ich habe sie schon auseinandergebaut, also eine Japansäge. Genau, man kann das wunderbar mit der Japansäge aussägen. Wir haben hier eine Gestellsäge. Ihr seht hier kein Blatt, das Blatt ist da. Wir haben das Blatt entsprechend für uns schon mal auf den Winkel eingestellt. Und jetzt geht es relativ easy. Wir führen das Ganze hier ein. So. Und jetzt heißt es sägen. Das Ganze hat wunderbar funktioniert, ist eine Sache von wenigen Sekunden. Da kann man nur sagen, gutes Handwerkzeug ist durch nichts zu ersetzen. Wir haben gerade gesehen, wie fleißig Sandra war, die hat das Ganze nämlich hier ausgestemmt und das hat relativ lange gedauert und es war schon ordentlich Fleißarbeit, aber es gibt keine sinnvoll bessere Möglichkeit, das jetzt hier rauszubekommen. Bandsäge einschneiden, dann mit der Japansäge aus und dann müssen wir es irgendwie rauskriegen. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt können wir Folgendes tun. Jetzt haben wir, das hier haben wir ja vorhin schon gemacht und schaut mal hier, wie schön das jetzt reinpasst. Und das sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt könnten wir den zweiten noch hier hin tun, aber jetzt fehlt was. Denn jetzt müssen wir das Ganze ja hier oben auch noch ausarbeiten, weil genau dort muss ja oben der Querbalken sein. Und dafür heißt jetzt wieder Bandsäge, Bandsäge, Bandsäge. Wir brauchen jetzt die Ausklinkung an den Seitenbalken für den Querbalken. Ihr wisst Bescheid. Das ist gar nicht so trivial, weil wir jetzt ja unsere 15 Grad Winkel haben und trotzdem hinterher einen geraden und rechtwinkligen Ausschnitt brauchen. Seht selbst. Ich bin und bleibe echt eine Blitzbirne. Ich habe die falsche Seite genommen. Kein Wunder, dass es nicht gepasst hat. Aber kein Ding. Das kriegen wir sofort wieder hin. So. So. Und jetzt noch einmal nachmessen, dass das auch wirklich die 4,9 cm sind. Haut hin. Perfekt. Manchmal bin ich stolz auf mich. Und das da muss jetzt weg. Und zur Sicherheit nochmal. So. Sebastian darf wieder sägen. Ich liebe diese Schleifpads für ein paar Euro und das ist wirklich genial. Die fassen sich gut an, du brauchst keinen Holzklotz machen und tun und du kommst vor allem mit der Kante hier, schau mal, auch in jede Ecke rein. Wenn du dich für diesen Problemlöser auch interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du alle Werkzeuge. Jetzt kommt der spannende Moment, wo der Hund die Locken hat, das Wasser lässt. Nämlich wir müssen jetzt gucken, ob das alles in Summe passt. Und dazu machen wir es erstmal hier unten rein. Ja, so. Warte mal, da oben stimmt es nicht ganz. Ich brauche jetzt meinen Hammer. Also bei mir passt das schon mal. Bei mir, ich weiß nicht. So, und auch hier, wunderbar.
So, die Seitenteile sind verklebt und da wir da erstmal nicht weitermachen können, also auch noch nicht die Querstange befestigen können, habe ich jetzt schon mal Holzbalken geholt, 10 x 10 cm. Damit machen wir jetzt den Innenrahmen der Auflage für die Matratze. Also, wir haben jetzt hier unseren Rahmen. Hier wollen wir nachher den Boden einlassen und darauf die Matratze legen. Damit wir den Boden einlassen können, muss hier ein bisschen was an Holz weg. Wir haben jetzt schon mal gemessen, 55 cm in der Tiefe sollen weg und wir wollen einen Rand von ungefähr 2 cm Höhe nachher stehen lassen. Das heißt, wir zeichnen das jetzt an, oder besser gesagt ich. Und Sebastian wird das Ganze dann gleich über die Tischkreissäge schieben. Man könnte es auch fräsen, aber er möchte die Tischkreissäge benutzen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Was sagst du? Passt. Wackelt. Und hat Luft. Und eine Beule. Nein. Und eins, zwei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon ganz schön geschafft. Ständig ist am Rumstöhnen. Aber immer nur er. Also was haben wir jetzt hier? Wir haben hier jetzt 15 mm Multiplex. Das wird die innere Auflage für die Matratze. Genau, darauf liegen wir nachher. Ja. Und was wir bedenken müssen, wir wollen natürlich ein bisschen Luftzirkulation. Die Matratze an sich ist schon ziemlich cool, die atmet auch. Aber wir wollen keine Stockflecken oder ähnliches haben. Deswegen werden wir hier nachher auch noch Löcher reinbohren. Ja, zur Sicherheit. Genau. Sieht gut aus. Voll cool. Und was drauf? 2, 3. Ganz wichtig, wenn du sowas machst wie hier, unbedingt unter das Multiplex was drunter legen. Ich habe es hier direkt aufs Wasteboard gelegt und werde auch reingesägt haben. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber das habe ich deswegen gemacht, weil es dann nach unten nicht ausreißt. Ja, sonst hast du ein Riesenproblem, wenn du gerade Multiplex nach unten freilässt, bohrst da durch, riesen Ausrisse, echt blöd. Ich bin gespannt. Ich sage, ich habe nicht so viel reingebohrt. Nein. Ja, das geht. Nein, überhaupt nicht. So, na guck doch mal hier. Das bisschen. Und nicht ausgefranst. Ja. Nee, nicht ausgefranst, ist viel wichtiger. Ja, genau. Jetzt leg mal hoch. Komm, das ist eine gute Idee. Gute Idee. Wenn den Zuschauern gleich mal zeigen können, guckt mal hier. Ja, da ist eine ganz kleine Stelle, aber das. Bis auf hier die eine Stelle sieht es echt gut aus. Unser kleiner Putzteufel ist noch am Arbeiten. Ein Hinweis, warum haben wir das eigentlich gemacht? Für die Matratze hätten wir es wahrscheinlich überhaupt nicht gebraucht. Aber für unser gutes Gefühl haben wir gesagt, wir machen hier ein paar Löcher rein, dass es von unten nach oben durchlüften kann. Ja, und wir die Matratze eigentlich ein bisschen unterstützen, oder? Genau. Guck mal. Können wir die schon mal nehmen. So. Und rauf. So. Das sieht doch super aus. So, die hier. Ich such mal Schräubchen. Such doch schon mal Schräubchen. Tipptopp.
setzt einen Leim hier drauf. Let's fetz, hulle hulle. Mit Akkuhalter hier, integrierter Akkuhalter. Das für 12 Volt, das für 18 Volt. Oh, kommt ja wohl nicht schlecht. Ich bin bereit. So. Schön reingeschnitten. Die Frage ist, ist er jetzt gerade oder ist er nicht gerade? Dafür habe ich mir einfach einen Laser aufgestellt. Den Laser hier auf die Kante gelegt, sodass ich auch wirklich weiß, dass wir hier das Ganze gerade auch zusammenleiten. Habe ich auf beiden Seiten gemacht und jetzt kann ich schrauben. Natürlich müssen wir jetzt erstmal einen Tragfähigkeitstest machen. Tada! Ich stehe in der Scheune. Warum stehe ich in der Scheune? Ich bin aus der großen Werkstatt geflogen. Die Jungs drehen gerade noch was anderes. Aber es soll mich nicht stören, denn ich bin echt gerne hier in der Scheune. Und weiter geht's mit der Bearbeitung der Schaukel, Tagesbett, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Auf jeden Fall müssen wir jetzt das Holz noch ein wenig bearbeiten, denn wir wollen keine Splitter oder auch keine Beulen oder ähnliches haben. Heißt, ich werde jetzt schleifen, schleifen, schleifen und streichen. Und dafür habe ich mir Werkzeug mitgebracht. Ich habe da mal was vorbereitet. Zum einen habe ich einen Bandschleifer fürs Grobe und einen Rutscher oder einen Schwingenschleifer für die feinen Sachen. Denn ich muss noch ein bisschen, ich lege das mal ab, ich muss noch ein kleines bisschen was korrigieren, denn am großen Querbalken stehen noch ein, zwei Ecken über und die werde ich jetzt bearbeiten und ihr seid dabei. Das war sie also, unsere kurze Schleifeskapade. Ich habe natürlich etwas länger gebraucht, bis alles einmal komplett durchgeschliffen war. Ich will euch aber nicht langweilen. Aber ein Tipp von mir, so mein Rutscher hat natürlich gegenüber einem Exzenter auch einen Vorteil. Und zwar komme ich viel besser in diese 90-Grad-Winkel, die wir hier natürlich auch haben. Und ich mache mir dann keinen Rand in die Ecke. Zum Thema Schleifen habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht, wie schleift man richtig. Hast du es nicht gesehen, verlinke ich euch das nochmal hier oben. Vielleicht schaut ihr da einfach nochmal vorbei. Und jetzt genug geschliffen, jetzt wird gestrichen oder lasiert. Gebeizt? Ihr werdet sehen. Und ja, jetzt nicht in Panik verfallen, ich benutze nur Holzbeize, denn dieses Tagesbett wird nachher bei uns hier im Studio drin stehen. Möchtest du es draußen auf deine Terrasse oder auf deinen Balkon stellen, musst du natürlich das Holz ganz anders gegen Witterung schützen, als ich es hier gerade tue. Ach, herrlich. Ich brauche einen größeren Pinsel. Neuer Tag, neues Glück. Ich stehe an frischem Holz, aber nochmal zum Streichen und Schleifen von gestern. Ist schon ganz schön anstrengend, der Arm wird ganz schön lahm, aber ich finde, jetzt sieht es richtig schick aus. Und bitte bedenkt nochmal als kleiner Hinweis, ich habe es nur farblich behandelt, damit ich es schöner finden kann. Das ist keine Farbbehandlung gewesen für draußen. Wenn ihr die Schaukel oder die Bank draußen hinstellen möchtet, dann bitte auch Wetterschutz beachten.
So, jetzt stehe ich hier an neuen Balken, 60 mal 80. Das werden jetzt meine Rückenlehnen und Verstrebungen. Überblattungen sind wieder ausgearbeitet und schaut mal, so soll es nachher aussehen. Ein rechter Winkel, da hinten kommt natürlich noch einer hin. Und das Ganze bauen wir zweimal, weil wir benutzen jetzt solche Rundstäbe, die halbieren wir noch, stecken die hier rein und machen einen zweiten Rahmen oben drüber, damit wir wirklich eine kleine Rückenlehne haben. Und jetzt kommt ein Punkt, da müsst ihr wirklich exakt arbeiten. Diese Stäbe, wie gesagt, sie werden halbiert, sollen da rein. Und die sollen ja natürlich auch mal exakt übereinander sein, nicht, dass das ganze Gerüst nachher schief und krumm wird. Deswegen zeichne ich mir jetzt auf jedem Balken die Mitte an und rechne dann exakt aus, mit welchem Abstand diese Stäbe da drin stehen. Ich hätte gerne einen Abstand von ca. 20 cm und ich glaube, das kriegen wir auch ganz grob hin. Aber jetzt heißt es sorgfältig arbeiten. Ich liebe mein Streichmaß. Easy peasy. Das Runde muss ins Eckige, sagt man noch so schön. Und dazu muss ja der Stab hier irgendwie rein. Wir wollen ihn ja einleimen. Weil hier oben drauf leimen macht gar keinen Sinn. Von unten schrauben, das ist alles völliger Murks. Das heißt, wir müssen jetzt hier Löcher reinbohren. Wir haben hier einen 20er Rundstab, wir haben hier einen 20er Forstner Bohrer. Das passt perfekt zusammen. Aber wir müssen natürlich genau gerade nach unten bohren. Und das war wiederholgenau, wiederholgenau, wiederholgenau. Dafür nutze ich hier einen Bohrständer. Der funktioniert wunderbar und kostet nicht so viel wie eine Standbohrmaschine und vor allem ist sehr, sehr präzise und funktioniert genau mit dieser Maschine, genau mit diesem Bohrständer wunderbar. Das Ganze verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung, weil das hier, muss ich sagen, ist eigentlich der beste Bohrständer, den ich kenne. Passt. Guck dir das mal an. Einfach so. Wir haben auch tatsächlich mal Glück, dass was nicht schief geht. Finde ich geil. Normalerweise verhakeln wir uns hier immer, aber... Gesundheit. Er benießt es. Ich freue mich, dass es einfach so reingepasst hat, weil hier muss man wirklich jetzt auf einen Millimeter quasi arbeiten. Aber es läuft und der Plan funktioniert. Jetzt heißt es festschrauben und dann Matratze und Kissen auspacken. Endlich. Die Power von 12 Volt. Jetzt fehlen eigentlich nur noch drei Schritte. Schritt Nummer 1, Seil anbringen. Und dafür brauchen wir diese Haken, die da jetzt rein müssen. Und ich werde schon mal vorbohren. Wir haben uns eine Konstruktion gebaut, damit die Liege jetzt auf der Höhe ist, wo sie ungefähr sein soll. Jetzt kommen die Seile dran. Jetzt beginnt die Fummelarbeit. Yeeha!
So lasse ich mir die Werkstatt gefallen. Fluffig weich. Ich habe meine Mittagspause gefunden. Jetzt kann ich ab jetzt nur noch von richtig tollem Werkzeug träumen und vielleicht auch ab und zu von Sebastian. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist das Wichtigste an einem Bett? Eine richtig gute Matratze. Und die habe ich für euch von Emma. Da habe ich auch einen richtig coolen Aktionscode für euch. Zum einen gibt es von Emma noch bis zum 10.04. Osterrabatte mit bis zu 40%. Leute, bei einer Matratze lohnt sich das. Und mit unserem Code bekommt ihr nochmal zusätzlich 5%. Und den findet ihr hier unten eingeblendet und unten in der Videobeschreibung. Und was soll ich sagen, diese Matratze ist herrlich. Sie ist nicht nur flauschig und schön fluffig, sondern das sind Taschenfedern und mit jeder Bewegung durchlüftet ihr die Matratze und dadurch schwitzt ihr weniger und es ist alles richtig gut durchlüftet. Und ich sage euch eins, was braucht man noch für ein Bett? Richtig, ein Kopfkissen. Und was ich hier habe, ist auch richtig cool, ist auch nicht nur super flauschig, das ist nämlich das Flauschkissen bei Emma. Das stützt euren Nacken und euren Kopf nochmal so gut. Und auch hier haben wir das gleiche Prinzip. Es ist ein kühlender Bezug. Ihr habt ein durchlüftetes Kissen. Gerade im Sommer ist das angenehm, weil ihr viel weniger schwitzt. Und ich glaube, jetzt müssen wir das Ganze beziehen, denn dann stehe ich sonst nicht wieder auf. Es ist nämlich echt bequem. Ich bleib hier. Und noch ein Hinweis zu dieser Matratze. Wenn ihr so eine Wühlemaus neben euch habt, wie den da, das passiert euch bei dieser Matratze nämlich nicht. Die federt ab. Ihr könnt eine große Matratze haben mit zwei Leuten und der zweite wird nicht wachgerüttelt. Das ist ein Gerücht. Jetzt wollen wir sie aber natürlich auch noch ein bisschen schön herrichten. Ah, und kissen wir jetzt was Schönes. Oh. Und übrigens, liebe Leute, wie immer haben wir natürlich auch wieder Pläne dafür. Ihr findet das bei uns auf der Homepage. Wie sage ich immer so schön, und fertig ist der Bums. Auf der Matratze. Was? Also, wir haben das Ganze jetzt gebaut. Wenn ihr sowas jetzt nach draußen stellen wollt, dann müsst ihr das etwas mehr vor Wetter schützen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir werden es hier bei uns im Gebäude stehen lassen, damit man mal sich auch wirklich mal entspannen und relaxen kann. Das ganze Projekt ist eigentlich relativ schnell gebaut. Wenn man sich Zeit lässt und das in Ruhe macht, das ist jetzt kein 5-Minuten-Projekt und keine 2 Stunden, aber ich muss sagen, das geht. Und für diejenigen, die jetzt schon sagen, oh, ist das alles stabil und so weiter, die Stabilität, gerade diese Stabilität hier, ist irre gut, weil das sind hier sehr massive Balken, die sehr gut verschraubt und vor allem verklebt sind. Hier bewegt sich in die Richtung gar nichts mehr. Und in diesem Sinne werde auch du der Held in deiner Werkstatt.